Es geht in diesem Fall um einen König, der hat in die Sterne gelesen, dass sein Sohn, der dann geboren wird, nicht fähig ist zu regieren, weil er sehr gewalttätig sei. Ihm hat man vorausgesagt, mit ihm kämen Mord und Jähzorn. Sigismund würde der schlimmste Mensch, den je die Welt gesehen hat. Mit ihm wird das ganze Königreich sich nach allen Seiten spalten. Damals, in der damaligen Zeit, war das ja ein unglaublicher Kampf, glaubt man, den Sternen, den Planeten, den Konstellationen. Der Himmel ist voll Zeichen, voller Wunder. Der Junge wird aufgeschlossen von seiner Geburt ab an in einen Turm. Ich verkündete, das Kind sei tot geboren und ließ inzwischen einen Turm für ihn errichten, mitten in den nackten Felsen. Ein Mann in Fesseln, nur ein Kerzlein leuchtet ihm. Und dann bekommt der König auf einmal die Idee, wie wäre es sein, wenn ich ihm einen Tag zum König mache. Morgen will ich Sigismund, der nicht weiß, dass er mein Sohn und der künftige König ist, hier auf meinen Thron befördern als den König dieses Reiches. Kann mir jemand von euch sagen, was hier los ist? Der Sohn wird einen Tag König, aber hat natürlich über Regieren keine einzige Ahnung. Also der ist wie ein Clown, werde ich sagen. Und dann wird er wieder aufgeschlossen in den Turm. Sigismund. Es schmerzt mich sehr, dich so zu sehen, denn ich bin hierher gekommen, um zu sehen, wie du die Sterne und dein böses Los besiegst. Aber weißt du was? Ich sehe dich nur als Sklaven deines Jähzorns. Schließlich hat die Vorstellung, was das anbelangt, eine positive Botschaft, dass man in das Leben das Schlechte wählen kann, aber man kann auch das Gute wählen. Und er wählt schließlich für das Gute. Ich danke dir für deine liebe Gunst. Egal, woher man kommt und welches Naturell man hat oder welche Geschichte, dass man sich aus freien Stücken entscheiden kann, ein guter Mensch zu sein. Also, aber hauptsächlich geht es für mich in diesem Stück um die Vergebung, um die maximale Vergebung und auch um Erkenntnis. Erkenntnis, der König erkennt dir am Schluss, was er für einen Fehler gemacht hat. Denn der freie Menschenwille herrscht doch über allen Sternen. Also am Schluss, wenn Sigismund sagt, das Leben aller Menschen ist ein Traum. Ich will die Zeit, die mir bleibt, für uns alle gut gebrauchen. Geht den Weg mit mir, vergebt mir die Fehler, die ich mache. Es ist eine gute Sache zu verzeihen, solange man lebt. Also das finde ich wirklich den Grund, den Kern. Auch wenn dir es alles leid tut, es gibt keinen Weg zurück. Ich weiß endlich, wer ich bin. Alles, was in Versen geschrieben ist, finde ich einfach liebig, zuzuhören. Und das ist eine ganz besondere Kunst, diese Texte zu sprechen oder sprechen zu dürfen, weil sie eben keine Alltagssprache sind und du aber trotzdem ja versuchen musst, sie direkt zu sprechen. Also wer so trefflich dialektisch denkt und formulieren kann, der braucht für seine Argumente Zeit und eine stille Kammer. Ja, die Sprache ist für mich eine sehr musikalische Sprache. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass Miles Davis eine riesige Rolle spielt mit seiner Musik. Diese Musik ist Sketches of Spain, also man hört auch den Einfluss der spanischen Musik in seine Musik. Die Musik ist keine Musik, die Emotionen unterstricht, die Musik macht frei. Und freut sich auf die nächste Szene. Ich arbeite wahnsinnig gerne mit Johann, weil es einfach diese Art der Sprache oder der, so wie wir diesen König, diese Zusammenarbeit an dieser Königsfigur, also dass ich als jetzt 53-jährige Frau diesen steinalten König spiele und Jens, der ein Jahr jünger ist als ich, mein Sohn und so, aber das hebt sich so alles so. Und das ist schön, weil man möglicherweise in anderen Inszenierungen drüber nachdenken würde, oh Gott, geht das denn? Ich frag's mich da wirklich keine Sekunde, ob ich jetzt... Also ich denke nicht drüber nach, sondern ich spiele den König. Ja, ich habe hier natürlich mehr oder weniger
eine feste Truppe von Leuten, mit wem ich meistens arbeite. Also Marina, Jens, Christiane von Polnitsch, Falle Krokstro, Felix. Die Zusammensetzung der Leute, das ist schon ist sehr schön. Also da sind so viele verschiedene Menschen, Spielstile, Eindrücke, Arten. Das ist ganz schön, diese Zusammensetzung dieser Truppe. Es geht um dass Schirka dich mitnehmen kann, wenn du nach hinten gehst, ganz kurz. Ach so, wenn er sagt, ich hole es. Ich hole es. Ja, genau. Ja, finde ich. Ja, dann kommt man wieder weiter, weil man einen anderen mehr oder weniger kennt. Dann weiß man, wie ich funktioniere, aber ich weiß auch, wie die Schauspieler funktionieren. Was die Schauspieler brauchen und was ich brauche.